Na gut, was soll's. Wir machen uns wieder weg vom Hafen und ich muss sagen, ich würde sehr gern wissen, was die Sprinttaste ist, aber ich habe sie noch nicht gefunden bislang. Ich probiere auch immer mal so heimlich nebenbei. Die werde ich mir dann vielleicht mal irgendwie mit drauflegen müssen, wenn es denn hier überhaupt schon eine Sprintfunktion gab. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Naja gut, was soll's. Die Frage ist, hat Mr. Chonks noch mehr Leute, die er gerne umbringen möchte? Ich meine, jetzt sind wir mittlerweile bei seiner Frau angekommen. Eine Steigerung wäre wahrscheinlich bloß noch seine Kinder umzubringen, falls er denn welche hat. Ich hoffe nicht. Naja gut, schauen wir mal. Jetzt sollte er auf jeden Fall wieder genug Geld haben. Und da er uns auch nicht allzu viel bezahlt, hat er auch nicht so viel davon wieder verloren. Ja, das Telefon schweigt. Nun denn, das bedeutet, wir können zu Joey gehen und endlich mal den kennenlernen, für den auch CJ schon gearbeitet hat. Ach nein, kommt zwischen 5 und 21 Uhr wieder, dann gibt's einen Job. Na gut, wartet mal kurz einen Moment. Okay. Musst du noch mal kurz schauen, was die Zeit sagt, wie der Wecker so aufgestellt ist, damit ich nicht verpasse dann, wenn ich wieder gehen muss. Also ich habe halt nicht den ganzen Tag Zeit jetzt zum Aufnehmen, sondern ich habe noch Termine. Und die muss man natürlich wahrnehmen und immer mal schauen, dass man auch zeitlich noch dabei ist hier. Passiert da sehr schnell, dass man, wenn man sich in ein Spiel vertieft oder auch ins Let's Playen vertieft, einfach mal die Zeit vergisst und dann plötzlich den ganzen Tag durchspielt. Also weiß nicht, ob das auch anderen Leuten so geht, aber da ich von klein auf ein Zockerkind war, habe ich kein Problem damit, lange zu spielen. Und habe auch keine Erschöpfungserscheinungen nach ein, zwei Stunden oder so, sondern ich kann tatsächlich, wenn ich gar nichts zu tun habe an einem Tag und ein Spiel mir sehr, sehr gut gefällt, den ganzen Tag damit verbringen zu spielen. Das kriege ich hin. So, gehen wir doch mal ein bisschen speichern. Dabei sollte ja auch ein bisschen Zeit vergehen. Jawohl. Damit sind wir zeitlich jetzt gut dabei. Haben sogar einen Baseballschläger gekriegt. Wo ist denn mein Auto? Och nö. Ja, Liberty City. Der Ort, an dem die Autos doch da bleiben. Es ist noch da, okay. Ich dachte, ich hätte das mit davor genommen. Naja gut, was soll's. Also wieder zurück zu Joey. Es ist noch genauso dunkel wie zuvor, aber unser Freund scheint jetzt ja offenbar empfänglich zu sein für Besuche. Fängt er früh um 5 an zu arbeiten? Bis abends um 9? Klingt irgendwie ein bisschen krank, oder? Ja gut, wer weiß, wie seine Arbeit aussieht, seine Arbeitseinstellung. Vielleicht lässt er es auch sehr gemütlich angehen. Oder delegiert nur die Arbeit, weiß ja auch keiner. Hat da jemand einen Unfall gebaut? Ich weiß nicht. So, dann schauen wir doch mal, was wir für Joey erledigen können. Und die Leona-Familie, die wird uns jetzt ein bisschen begleiten. Beziehungsweise wir werden sie begleiten, denn wir werden ein bisschen was an Arbeit für sie erledigen. Mike Lips, letzte Lasagne. In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be eating forever. Wunderbar. Die Ferrellis sind mal wieder dran. In jedem Teil sind die Ferrellis die armen Schweine, die fertig gemacht werden. Gut, sie werden halt auch nie als die großen Sympathen dargestellt, aber hey. Und mit St. Mark's Bistro werden wir jetzt tatsächlich einen Ort kennenlernen, den wir schon in GTA San Andreas gesehen haben. Beziehungsweise er ist natürlich hier zuerst da gewesen und wurde dann nachträglich auch in GTA San Andreas eingebaut. Aber wir sehen einen Ort wieder aus einem anderen Spiel und ich glaube, das ist auch relativ einmalig für GTA. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. So, dann nehmen wir uns mal dieses Autos an. In das Restaurant werden wir leider nicht reinkommen, aber hey, was soll's. Bring Ferrellis Wagen zur 8 Balls Werkstatt. Möglichst ohne Schaden. Ich habe gerade den Rest gar nicht gelesen. Möglichst schnell auf jeden Fall. Das kriegen wir hin.
Müssen wir bloß mal schauen, wo wir hier jetzt genau langfahren müssen. Ach, ist er wirklich gleich um die Ecke. Dieses Fahrverhalten von dem Auto. Meine Güte. So, dann besuchen wir mal 8-Ball. Ich glaube, 8-Ball, weiß gar nicht, ob man den jemals wieder sieht. Ich glaube, der kommt nicht mehr vor. Oder? Weiß ich nicht. Hier jedenfalls nicht. Bombe rein, wir zurück. Und dann schauen wir mal, dass wir Mr. Forelli in die Luft gesprengt kriegen. Diese Wege hier. Also ich hätte ja schon mal dafür gesorgt, dass die Einfahrt ein bisschen begradigt ist. So, ich nehme mal nicht diesen geschwungenen Weg, sondern fahre mal hier lang vielleicht. Eine geradere Straße, damit man nicht ganz so außer Kontrolle gerät mit einem Auto wie dem Idaho. So, wunderbar. Ach, da haben wir ja noch massig Zeit. Das ist ja Wahnsinn. Kein Problem. Statt er so rum hier? Aktiviere die Autobombe und dann nichts wie weg. Wie geht denn das? Ich habe keine Ahnung, wie man die Autobombe aktiviert. Hallo? Habe ich irgendwas in der Hand, um... Nein? Wurde mir das erklärt? Ich habe es nicht mitgekriegt. So, ich drücke einfach mal ein paar Tasten durch. Irgendwo muss doch eine Aktivierung dabei sein. Das ist nur Radio, wie es scheint. Das ist nur die Kamera. Keine Ahnung. Ah, hab's gefunden. Jetzt aber raus mit uns. Schnell weg. So, Mr. Forelli. Viel Vergnügen mit der letzten Autofahrt deines Lebens. Also wirklich, Autofahren bist du ja nicht mehr dabei, aber hey, was soll's. Grüß Sonny von mir. Eat till you explode. Wunderschön. $10.000 für uns. Und wieder mal den Forellis ans Bein gepisst. Das freut mich doch sehr. Wir können mal kurz hier vorbeischauen. Also, wir kennen St. Mark's Destroyer aus dem verschneiten Liberty City von 1900... Was ist das? 92? Aber wir sehen, hier geht's nicht wirklich rein. Also, wir können hier nicht wirklich schauen, ob es noch genauso aussieht drin wie in GTA San Andreas. Ich glaube, wir kommen da auch nicht weiter rein und ich glaube, ansonsten gibt es auch gar keine Missionen mehr weiter damit. Aber ich finde es trotzdem nett, dass so diese Parallele gezogen wurde da. So, und dann können wir uns auch wieder zurück zu Joey machen. Was? Polizei? Niemals. Ja, ich glaube, damit kann ich leben jetzt mit dem Stern. Der wird schon wieder weggehen. So, machen wir es direkt wieder auf den Weg. Wenn man querfeld einfährt, dann geht es ja relativ schnell, dass man wieder am Ziel ist. Irgendwas hier am Telefon? Nein. Doch. Tatsächlich. Dann muss Joey ein bisschen warten. Ich arbeite erstmal Mr. Chunks ab. Ihr Liebhaber. Ah, natürlich. Turns out my wife was seeing some guy I owe money to. He's got real angry, and he's looking for payback. I've agreed to see him. He thinks I'm gonna pay him off, but my guess is Liberty's dogs are gonna get yet another flavor this month. Wunderschön. Das Spielchen geht weiter. Ich fahr gleich mal rein. Geht schneller, als wenn ich laufe. Und er findet immer noch Leute, die er umbringen kann. Natürlich muss es ihn einen Liebhaber haben. Und natürlich muss auch der dran glauben. Ich meine, das ist doch günstig. Es war ihr Liebhaber gewesen, schon allein das wäre Grund. Dann schuldet Mr. Chunks ihm auch noch Geld. Das ist gleich der nächste Grund. Ein Traum. Hol den Liebhaber seiner Frau ab. Ich würde mich aber garantiert nicht mit diesem Kerl in der Fleischfabrik treffen, wenn ich der Liebhaber seiner Frau wäre. Die jetzt verschwunden ist. Was ja auch noch dazu kommt. Ich meine, der Typ könnte ja auch wirklich auf der Suche nach seiner Liebhaberin sein. Nach seiner Freundin. Und da wäre ich doch wirklich ein bisschen misstrauisch dann. Aber hey. Ich will ja nicht kritisieren, dass es irgendwie unlogisch wäre hier. Entschuldigung.
So, reicht das schon? Nein, ich muss noch näher ranfahren. Steig ein! Sonst ergeht es dem, auf dem ich draufstehe, etwas ungemütlich. Na klar doch. Sicher. So, dann schauen wir mal. Welche Methode müssen wir diesmal anwenden, um das Auto verschwinden zu lassen? Ist ja eigentlich die einzige Frage, die bleibt. Ansonsten gleichen sich die Missionen ja doch schon relativ stark. Jemanden abholen, jemanden hier abliefern und warten, dass er zu Wurst verarbeitet wird. Und dann Auto vernichten. Oh, was ist denn hier los? Ist das Mr. Chance? Carl, hi. I need more time to get your money. But if you just step into my office, it's hard to leave with that Marty. You had your chance, but now I'm taking over the business. All right. Whoa. Hallo. Das kam unerwartet. Vielleicht übernehme ich das Business jetzt. So, das sollte sich ja dann geklärt haben hier, oder? Freunde? Irgendjemand einwendet, dass ich den Laden übernehme? Nein? Dann mache ich aber jetzt das Hundefutter. Gut, ich glaube, ab jetzt werden wir nicht mehr von einem klingelnden Telefon gestört werden. Marty Chonks hat's hinter sich. Und wir können tatsächlich mit Joey weitermachen, der jetzt eigentlich ganz gut Vertrauen zu uns gefasst haben sollte, nachdem wir so zuverlässig gearbeitet und einen Forelli aus dem Verkehr gezogen haben. Adieu, Chunky Lee Chong. Chunky Lee Chong is pushing Spank for some new gang from Colombia or Colorado or something, I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Na, das klingt doch ausgezeichnet. Das hat auch schon beim letzten Mal so gut geklappt, als wir in Schießereien geraten sind. Aber hey, was soll's. Machen wir uns auf den Weg und stürzen uns in Triadengebiet. Tja, in San Andreas waren die Triaden auf unserer Seite. Hier sieht's ein bisschen anders aus. Schauen wir mal. Ach, diesmal können wir auch gar nicht erst mit dem Auto hinfahren. Das ist natürlich sehr schade. So, ich würde sagen, wir nehmen erstmal die MP und schauen mal, wie weit wir damit kommen. Ups. Ach, ist ja auch interessant. Wir könnten tatsächlich in die Vogelperspektive gehen. Na gut, legen wir los. Okay, das ist also unser Freund, um den wir uns kümmern sollen. Das kriegen wir hin. Schieß, 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 schieß. Okay, die hätten wir. Der Typ rennt in die andere Richtung. Das ist natürlich insofern ungünstig, dass ich ihm jetzt zu Fuß hinterher muss. Ich glaube, ich hätte auch mein Auto nehmen können. Okay, wir gehen einfach mal. Ich glaube, wir kommen noch mehr, oder? Nein? Okay, dann schauen wir mal, dass wir irgendwie ein Auto kriegen demnächst. Das wäre vielleicht ganz günstig. Auto? Ja? Wunderbar, her damit. Er ist ziemlich schnell unterwegs, muss ich mal so feststellen. So, aber wir dürften jetzt ein bisschen schneller sein. Oh, er hat auch ein Auto, deshalb. Rums. Oh nein, 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 nein. Schlecht. Das lief ganz und gar nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Ihr Schweinehunde. Er kommt genau dort, wo ich in der Quere hänge, einen Bulle an. Verhaftet wirst du nur, wenn die Polizei nach dir fahndet. Nein, wirklich. Wirst du verhaftet, wirst du zum nächsten Polizeirevier gebracht. Die Cops werden dir alle Waffen abnehmen und kassieren ein wenig Bestechungsgeld von dir. Wenn dir es auf einer Mission passiert, ist sie gescheitert. Dein Fahndungslevel wird durch die Reihe von Sternen oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Du hast jetzt einen von Fahndungslevel von 6, 2, 3, ich weiß. Steigt dein Fahndungslevel, wirst du von besser ausgebildeten Polizisten gejagt. Im Verlauf des Spiels wirst du Möglichkeiten entdecken, dein Fahndungslevel zu reduzieren. Wunderschön, das wollte ich jetzt natürlich unbedingt kennenlernen an dieser Stelle. Okay,
damit müssen wir wohl nochmal... Verdammt nochmal, ich will diese Kiste haben! Damit müssen wir wohl noch einmal diese Mission starten. Das habe ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Aber war halt auch echt mies. Kommt genau wirklich in dem Moment ein Bulle an, wenn man sich da so hinstellt und die Richtung ändern will, ne? Bin aber auch nicht mehr von der Stelle gekommen, als ich dann gesehen habe, dass da tatsächlich ein Bulle ankommt. Ach Mann, man hat's nicht einfach. Und jetzt haben wir tatsächlich nur noch die Pistole. Ärgerlich. Denn wir hatten ja auch noch die 6 Schuss für die Pumpgun. Und die hätte ich natürlich schon ganz gern zielbringend verbraucht. Irgendwo. Tja, damit müssen wir nochmal beim Ammunition vorbeifahren. Denn ohne Waffe möchte ich dort nicht aufkreuzen. Gut, schauen wir mal. Also wieder bloß mit einer 9mm. Ärgerlich, ärgerlich. Bisschen was anderes, ein bisschen mehr an Muni hätte ich schon ganz gern gehabt. Beziehungsweise eine bisschen bessere Waffe. Ich weiß gar nicht, ob das hier in dem Teil jetzt auch dabei bleibt, dass man... Okay, hier haben wir auch schon eine Pistole. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch so bleibt, dass man tatsächlich immer seine Waffen verliert, wenn man umgenietet oder festgenommen wird. Oder ob man dann auch Möglichkeiten bekommt, die Waffen zu behalten. Denn das hatten wir ja in San Andreas dann so. Und das fand ich eigentlich ganz sympathisch, muss ich sagen. Na gut, was soll's. Vielleicht kosten die Waffen ja auch einfach nicht so viel. Das wäre ja auch ganz nett. Dann wieder auf in die Fußgängerzone und mal schauen, ob wir es diesmal besser machen. Ich meine, an sich haben wir ja nicht so viel falsch gemacht. Wir haben halt bloß den Bullen da übersehen. Also ich... Warum rede ich eigentlich immer von wir in Let's Plays? Ich weiß auch nicht. So, Freunde. So eine geringe Reichweite, echt? Okay. Ich wollte schon sagen, irgendwann muss er doch mal umfallen. So, dann nehmen wir auch gleich unser Auto hier drüben wieder. Das sollte schon passen, denke ich mal, oder? Oh, er ist verschwunden. Wirklich, Leute. Kommt schon. Wollt ihr mich denn verarschen? Ach, Leute. Man kann es auch übertreiben. Na gut. Jetzt müssen wir ja nicht nochmal zum Ammunition hinfahren, um uns da Munition zu holen. Das heißt, wir können ja die 2 Meter auch einfach nochmal gehen hier. Das ist schon ein bisschen traurig, dass ich jetzt hier am Anfang die Mission 3-mal machen muss. Ist ja schon die 2. Mission, die ich jetzt zum 3. Mal anfangen muss. Ich glaube, das lief besser in den anderen Spielen, in den anderen GTA Let's Plays. Da habe ich mich ein bisschen eleganter angestellt. Ach Mensch. So. Mal schauen, ob wir diesmal mehr Glück haben. Alles klar, auf geht's. Vielleicht ändere ich auch mal die Taktik. Wir kümmern uns erstmal um den Typen hier. So. Und dann machen wir es doch einfach so. Und damit haben wir uns alle Probleme entledigt und haben die Sache schon geklärt. Warum so kompliziert, wenn es auch extrem einfach geht? Ich weiß es nicht. So, die Schläger lassen wir einfach mal da, wo sie sind. Die Triaden sind mir doch herzlich egal.